Nowak navigiert. Der politische Streifzug durch Wien. Mit Barbara Nowak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Sommer in Wien, in der lebenswertesten Stadt der Welt. Das bedeutet für die Wienerinnen und Wiener laue Sommerabende und vor allem raus ins Grüne. Die Freizeit verbringt man dann in den 52% der Stadt, die von Grünland umgeben sind. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nowak navigiert, hier aus dem wunderschönen Grapfenweidelbad mit dieser traumhaften Aussicht über Wien. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich, dass wir hier im Grapfenweidelbad in meinem Heimatbezirk sind, am Fuße des Kobenzl. Ich habe hier meine Jugend verbracht und ich weiß, dass in diesem wunderschönen Bad viele Wienerinnen und Wiener auch ihren Urlaub verbringen. 17 Freibäder und 8 Kombibäder bietet die Stadt Wien an. Und Schwimmen für alle, das ist das Motto schon seit dem Roten Wien. Es geht darum, dass alle Wienerinnen und Wiener Freizeitvergnügen und vor allem sportliche Betätigung unabhängig vom Geldbörsel machen können. Und so bietet die Stadt Wien im Rahmen der Wiener Bäderstrategie bis 2030 100 Millionen Euro Investment an. In die Erneuerung und in die Erhaltung der Wiener Bäder wird hier sehr viel investiert. Denn die Wiener Bäder, die sind Teil der Daseinsvorsorge von Wien. Sommer in Wien, das bedeutet nicht nur Badespaß. Wir in Wien besuchen eine der zahlreichen Kulturveranstaltungen bei freiem Eintritt. So bietet die Stadt Wien unfassbar schöne Open-Air-Kinos oder auch das Wiener Filmfestival am Rathausplatz. Zum 34. Mal kann man hier den ganzen Sommer über Konzerte und Filme am Abend sehen und bestaunen. 725.000 Besucherinnen und Besucher zählt das Wiener Filmfestival. Und darüber hinaus gibt es den Wiener Kultursommer und der kommt zu Ihnen nach Hause. Hinaus ins Grätzl über die ganze Stadt verteilt gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Es gibt Theater, es gibt Kabarett, es gibt Konzerte. Und das nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch mit einem großartigen Programm für unsere Wiener Kinder. Sommer in Wien bedeutet aber auch für viele Eltern die Herausforderung der Betreuung für ihre schulpflichtigen Kinder. Und so bietet neben dem Wiener Ferienspiel, das ich schon als Kind genossen habe mit tollen Attraktionen, die Stadt Wien seit 2019 die Wiener Summer City Camps. Und die Wiener Summer City Camps, die bieten den Kindern mit 60 Euro in der Woche inklusive Mittagessen und gesunder Jause wirklich ein großartiges Programm. Zahlreiche Workshops können hier besucht werden. Und damit es nicht nur um Spiel und Spaß geht, sondern auch um die Lernförderung, gibt es bei den Summer City Camps auch ganz spezielle Angebote zum Lernen und Aufholen auch des Schulstoffs. Bildung für alle und Chancengerechtigkeit, das ist in Wien sowieso immer ganz oben auf der Tagesordnung. Denn neben dem Gratis-Kindergarten und der Gratis-Ganztagesschule, jetzt auch mit Gratis-Mittagessen, unterstützen wir mit besonderen Nachhilfeangeboten unsere Kleinsten. Denn die Kinder in Wien, die sollen eine großartige Zukunft haben. In Wien soll jeder einen entspannten Sommer verbringen können und das unabhängig vom Einkommen. Das ist möglich aufgrund der zahlreichen Angebote durch die Stadt Wien. Wenn hier im Grapfenweidelbad ein schöner Sommerbadetag mit 5/8 in Ehren und ihrem Badeschluss zu Ende geht, dann ist das ein besonderer Sommermoment. Ich verabschiede mich mit dieser Folge Nona aus der lebenswertesten Stadt der Welt. Auf bald!